Fortsetzungen haben im Allgemeinen einen sehr schweren Stand. Besonders wenn der Vorgänger ein Überraschungshit war, wie Guardians of the Galaxy. Ob Volume 2 in die großen Fußstapfen des Vorgängers treten kann, das erfahrt ihr heute im Kinocheck. Nachdem die Guardians of the Galaxy einen Planeten vor einem riesigen Monster gerettet haben, ziehen sie auch direkt den Zorn dessen Bevölkerung und vor allem deren Herrscherin Ayesha auf sich. Bei der Flucht verlieren sie nicht nur ihr Raumschiff, sondern auch der Zusammenhalt der Truppe scheint in Gefahr zu sein. Überraschenderweise taucht dann auch noch Star-Lords Vater Ego auf, gespielt von All-Star Kurt Russell. An dieser Stelle wird Volume 2 sogar richtig emotional, was man vom Vorgänger nicht so kannte. Dieser lebte vor allem von seiner Action und den Gags. Dieses Mal versucht man, den Aspekt Familie mehr in den Vordergrund zu rücken, was die Story teilweise nicht wirklich vorankommen lässt. Wer die große Marvel-Storyline verfolgt, wird merken, dass der Film für sich alleine stehen kann. Nur hartgesottene Comic-Fans werden anhand von ein paar Easter Eggs merken, was Marvel für die Zukunft noch so geplant hat. Guardians of the Galaxy Volume 2 ist ein weiterer Schritt in der Evolution des Filmemachens. Denn er ist der erste Film, der digital in einer abartigen Auflösung von 8K gedreht wurde, was vor allem der Visual Effects Abteilung zugute kam. Von uns erhält der Film 4 von 5 möglichen Filmklappen, da er sich auf einer Linie von Fortsetzungen bewegt, die sich definitiv nicht hinter den Vorgängern verstecken braucht. So, ich habe mein nächstes Kinoticket bereits in der Tasche und was es wird, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.